Herzlich willkommen, gute Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen wunderschönen Tag. Es ist sonnig draußen, leicht bewölkt, aber es gibt wieder Sommervibes wenigstens. Der Kryptomarkt ist gut eingesackt. XRP ist auf die unteren 60 Cent Bereiche abgesackt. Wollen wir mal sehen, wenn wir hier keinen schnellen Reversal sehen, passiert genau das, was ich vermutet hatte. Als die Klage durch war, habe ich euch gesagt, dass wir uns nicht zu eilig und zu früh freuen können und dass wir nochmal zwischen die 58 und die 55 Cent fallen können. Jetzt passiert es leider, aber abwarten. Sehen wir einen schnellen Reversal nach oben, kann das immer noch der Bear Trap sein? Falls nicht, falls ein bestimmter Bereich bricht, den wir uns am Ende angucken, sehe ich erstmal eher eine Korrektur auf die 58 bis 55 Cent Marke. Bitcoin hält sich aber wirklich stabil bei der 29.000er Marke. Wir werden uns heute einige Daten angucken zur Wirtschaft, weil viele, viele daran zweifeln, dass wenn wir in einer Rezession sind oder wenn wir in einer schlechten wirtschaftlichen Lage sind, wo das Geld dann herkommen soll für einen Bullrun. Und es gibt neue Informationen zu Ethereum und den Hinman-Speeches. Das ist wirklich erschreckend, wie viel dieser elende Joe Lubin an diesen Gesprächen bzw. an dem Ethereum Free Speech beteiligt war. Wir haben gute Informationen zu XDC und warum wir in den letzten Tagen einen Anstieg gesehen haben. Jetzt natürlich hier mit einer etwas stärkeren Korrektur. Und wir haben positive Informationen wieder zu HBAR mit einer weiteren Partnerschaft. Und XRP ist auch einer Organisation beigetreten im Derivatemarkt. Das schauen wir uns gleich an. Tauchen wir ein. Wie ich schon gestern im Livestream erwähnt habe, schaut euch das mal an. Das ist die Arbeitslosenquote bzw. Rate in den USA. Wir sind in den letzten 3 Monaten schön gefallen. 3,7%. Dann haben wir es hier im Juni 3,6% gehabt und jetzt aktuell im Juli, gestern kamen die Daten raus, 3,5%. Scheint doch alles positiv zu sein, oder nicht? Viele, viele erwarten jetzt und sagen, hey, die Arbeitslosigkeit sinkt, aber oftmals, wenn wir uns in solchen Bereichen befinden wie jetzt wirtschaftlich gesehen und die Arbeitslosenquote runtergeht, ist das oftmals ein Zeichen dafür gewesen, dass wir kurz vor einer Rezession stehen. Und jetzt ist es passiert. Die US-Kreditkartenschulden im Retail-Bereich haben die 1-Billion-Marke überschritten. Schaut euch das mal an. Wir sind über die 1-Billion-Marke gekommen. Das ist einfach verrückt. Der Konsum in den USA baut hauptsächlich auf Kreditkartenschulden auf. Ich habe es euch in den letzten Videos gezeigt gehabt, dass man bis zu 24% durchschnittlich auf die Kreditkartenbalances zahlen muss in den USA. Wir haben durchschnittlich in den USA eine Credit Card Balance von über $7.200 und darauf baut gerade die Wirtschaft auf einer Blase. Die US-Zinsraten, die abgezahlt werden, befinden sich auf ein Rekordhoch. Schaut euch das mal an. Seit 2020 haben wir hier einen unnormalen starken Anstieg gesehen. Warum? Weil die USA sich in den letzten 2 Jahren mit mehreren Billionen verschuldet hat und jetzt beinahe Zinsen von fast 1 Billion jährlich zahlen muss. Der Wirtschaft geht es also überhaupt nicht gut in den USA. Ihre Finanzlage ist überhaupt nicht gut. Aber wie kann es sein, dass wir beim S&P 500, beim Dow Jones, beim Nasdaq bei All-Time-High-Bereichen sind? Wie ihr jetzt verstehen müsstet, ist, dass es einer Wirtschaft oder einer Ökonomie nicht gut gehen muss, damit die Aktien am Steigen sind. Denn das sind künstlich gepumpte Preise. Nachdem wir das geklärt haben, hören wir uns mal hier an, was 2019 hier in Davos los war. Wo Joe Lubin, hier rechts diese elende Glatze, dieser Hinterhältige, und Brad Garlinghouse auch hier zusammensaßen. Und jetzt schaut mal an, wie er hier versucht, Ripple und XRP anzugreifen. Hört euch das mal an. XRP is a value token and it trades in an open market. If the CFTC noticed that you owned 60% of the silver supply, how comfortable would they be? Joe Lubin fragt hier, ja, Ripple ist ein Value-Token, beziehungsweise XRP ist ein Value-Token, der im offenen Markt gehandelt wird. Was würde die CFTC sagen, wenn die Silberverkäufer letztendlich 60% des Silber-Supplies besitzen würden? I won't speak for the CFTC. We have in escrow 55% of all the XRP that we own. We can't sell it, we can't do anything with it.
So, it, you know, we actually own about 13%. So, but you do sell it regularly, right? Don't you sell it into the market? We're transparent about that. How much do you sell? When necessary. Brad hat gesagt, ich kann hier zwar nicht für die CFTC sprechen, aber die XRPs, die wir besitzen, sind in einem Escrow. Wir haben keinen Zugang drauf und sie werden automatisch verkauft. Und dann hat Joe Lubin gesagt, ja, aber monatlich geht ja was raus. Ne? Und Brad Gallinghaus hat dabei unterbrochen, dass er gesagt hat, Ripple besitzt nur 13% selbst und der Rest ist im Escrow. Und er sagt, wir sind sehr transparent, was das angeht. Wie seid ihr dran? Jetzt hört euch an, was weiter im Interview noch passiert ist, weil Joe Lubin antwortet hier nicht direkt drauf. How do you go about managing your treasury within Consensus and your own personal one? I guess no comment. So we personally, in terms of Consensus, we are a small fraction of the Ethereum asset and all the assets on the Ethereum platform. And we manage our treasury like a company would manage its treasury. The only interjection I have here is, I find it interesting that Ripple is attacked for being transparent. Because we are very proactive, and we put actually the next XRP markets report, which we do quarterly, will come out sometime into this week. But because we share that information, then we're attacked for it, yet other platforms don't share that information, and so they are insulated from those same critiques and criticisms. I think in the dictionary that's called hypocrisy. I'm not 100% sure, but it's close. Joe Lubin wurde hier dann letztendlich gefragt, wie transparent seid ihr mit euren Treasuries, wie viele Ethereum besitzt du und wie viele Consensus? Er sagt, ja, kein Kommentar dazu, denn wir sind eine private company und können uns nicht äußern. Und Brad Gallinghaus sagte, ja, ich finde das aber irgendwie komisch. Wir werden dafür angegriffen, dass wir so transparent sind und ganz genau zeigen, wie viele XRPs wir privat besitzen und auch in unseren Treasuries. Aber andere Unternehmen kommen dann gut weg, weil sie sich bei solchen Themen einfach zurückhalten. Und das Beste ist, wie Brad Joe Lubin gerade rasiert. Er sagt, ich glaube, im Wörterbuch, wenn man nachschlägt, heißt es heuchlerisch oder Heuchelei, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat ihn hier so rasiert in dem Moment. Is there any plan for greater transparency within Consensus in terms of how it deploys its Ethereum? Internally, sure. And, you know, we're a private company and we Ripple's a private company too. Ja, und da fragt er, gibt es einige Maßnahmen, die jetzt Joe Lubin und Konsens ergreifen möchte, um mehr Transparenz zu bringen? Ja, sagt er wieder, wir sind eine Private Company. Und dann sagt Brad, ja, wir sind eine Private Company, wir sind auch eine Private Company. Und dann sagt er hier, ja, sicher. Und blabbert einfach dann irgendwas daher und antwortet nicht direkt darauf. Und das ist ziemlich interessant. Warum ist das ziemlich interessant? Weil dieser Joe Lubin, dieses Interview hat jetzt, beziehungsweise dieses Meeting hat jetzt 2019 stattgefunden. Was hat er 2018 gemacht? Es ist also herausgekommen jetzt, anhand von Empower Oversight, die letztendlich diese E-Mails von der SEC beantragt haben, dass sie die bekommen, ist jetzt herausgekommen, dass Lubin Hinman und Vitalik Buterin zusammengebracht hat vor dieser Rede, damit der ihm hilft und eine Guideline gibt, was er da sagen soll. Und sie haben sich auch noch bei einem Meeting, bei einem Cryptocurrency, also Kryptowährungsmeeting irgendwo, getroffen. Hinman hat Millionen an Zahlungen von Simpson & Thatcher bekommen, auch, wo er auch Partner ist von dieser Anwaltskanzlei. Und diese Anwaltskanzlei war auch Ethereum Enterprise Alliance Mitglied. Sehr, sehr interessant. Die Ethereum Ethics Abteilung hat oftmals darauf hingewiesen, dass Hinman keinen Kontakt zu Simpson & Thatcher haben darf und auch keinen Kontakt zu irgendwelchen Kryptowährungsunternehmen und was auch immer, welches einen Interessenkonflikt verursachen könnte zwischen der SEC und dieser Partei. Was hat er gemacht? Er hat das komplett ignoriert, hat sich mit letztendlich Vitalik Buterin getroffen, hat mit Joe Lubin E-Mail-Verkehr gehabt, hat Millionen von Simpson & Thatcher kassiert und sich auch noch mit denen getroffen. Und das ist jetzt das Heuchlerische. Ein Jahr später setzt sich Joe Lubin hin und weiß ganz genau, was er da gemacht hat und tut so, als ob er hier irgendeine reine Seele wäre. Wie heuchlerisch ist das? Und das ist auch einer der Gründe, warum mich Ethereum einfach nicht ab kann, für die Menschen, die dahinter stecken. Aber wir haben auch positive Informationen. Die im Chicago basierende Firma CoinFlip hat 4.500 ATMs, das heißt Geldauszahlungsautomaten. Und jetzt bieten sie auch Support für XRP. Man kann sich dort jetzt auch seine XRPs kaufen oder letztendlich auch verkaufen und Cash herausnehmen.
Crypto Area ist hier auch was sehr Interessantes gestoßen. Ripple ist der ISDA beigetreten. Und jetzt schaut euch das mal an. Was ist das genau? Es geht hier um den Derivate-Handelsbereich. Ripple hat uns schon oft gesagt, dass sie in den Derivate-Bereich rein möchten. Und jetzt schaut euch das mal an, wer hier mit drin ist bei der ISDA. BlackRock ist mit drin, Society General ist mit drin, JP Morgan ist mit drin, CME Group, Citi, Goldman Sachs, BNY Mellon, London Stock Exchange, Bank of America, Intercontinental Exchange und tausende weitere Institutionen in 79 Ländern. Das, meine Lieben, das ist Next Level. Denn Ripple scheint ihre Ziele realisieren zu wollen und hier tatsächlich in den Derivatemarkt reinzugehen. Sollten wir Tokenisierung in diesem Bereich haben, wird das für einen Riesensprung bei XRP sorgen. Aber hey, wir reden ja nur von einem Shitcoin. Und hier ein weiterer Durchbruch von HBAR. FSCO, Fresh Supply Corporation, welches für die digitale Infrastruktur von Finanzen für Lebensmittelsysteme und Supply Chain steckt, hat jetzt HBAR in ihre APIs integriert. Was bedeutet das? Damit hat HBAR Konnektivität zu Banken und unter anderem auch zum Mastercard Network. Und hier sehen wir eindeutig, nachdem wir bei Sinfin einen 132%igen Anstieg bei den Entwickleraktivitäten innerhalb der letzten 3 Wochen gesehen haben, ist letztendlich auch die Herde hinterhergesprungen und hat hier in Rot auch letztendlich durch FOMO hier sich wieder reingekauft. Und dadurch haben wir eine Preisentwicklung gesehen. Das sind aber ziemlich, ziemlich schöne Informationen, denn wenn der FOMO entstanden ist, aufgrund dessen, dass wir hier einen Anstieg bei den Entwickleraktivitäten haben, ist das ein positives Zeichen und vor allem ein Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung und auch in Zukunft einer nachhaltigen Preisentwicklung. Bei Bitcoin stehen wir wirklich bei einem Wendepunkt auch, aber wir haben hier wirklich starken Support, wie wir an der Stelle sehen können. Wir haben von hier über dort immer wieder Support gefunden an diesen Stellen. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wird es halten? Die 29.000er Marke ist letztendlich noch stabil, während der Kryptomarkt wesentlich stärker gefallen ist. Ich habe hier eine Sache gesehen, die eventuell darauf hinweist und uns nochmal eine Bestätigung gibt, dass das hier der Tiefpunkt war, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Schaut euch das mal an. Ich habe gestern hier, ist mir das zufällig auf den Charts aufgefallen. Guckt euch das mal an. Wenn wir hier eine Trendlinie ziehen, was haben wir dann hier? Dann haben wir hier einen großen Head and Shoulders Pattern. Hier haben wir die erste Schulter, dort haben wir die zweite Schulter, hier haben wir einen Riesenkopf. Wenn wir jetzt das Ganze so prognostiziert hätten zu der damaligen Zeit, hätte uns das eigentlich genau gezeigt, wo der Tiefpunkt ungefähr sein wird. Natürlich darf man nicht hundertprozentig darauf vertrauen, aber schaut mal, wenn wir das runter projizieren vom Moment des Ausbruchs, schaut mal, wohin wir da kommen. Schaut mal, wohin wir da kommen. Wir kommen da beinahe auf diesen Tiefpunkt. Wir sind noch ein kleines bisschen tiefer gesagt als das, aber das ist schon verrückt. Eine weitere Bestätigung dafür, dass das, was wir hier unten gebildet haben, schon der Tiefpunkt war. Bei XRP ist die Stimmung jetzt natürlich getrübt. Wir sind hier ziemlich stark eingesackt. Der Flag-Pattern hier ist nicht aufgegangen. Der Bullish-Flag, den wir letztendlich haben. Wir haben erwartet, dass wir hier auf die 1,40 Dollar gehen. Es ist nichts passiert. Pustekuchen, wir haben die untere Trendlinie nach unten gebrochen. Sollten wir hier jetzt keinen starken Reversal nach oben sehen, wird sich das nicht als Bear Trap entpuppen. Sollten wir weiter herunterfahren, habe ich euch gesagt, sehe ich hier erstmal hier Support bei der 58 Cent Marke und wenn wir weiterfallen, hier auf die 55 Cent Marke ungefähr in diesem Bereich. Das habe ich von Anfang an gesagt, als dieser Anstieg kam. Aber hey, man hat ja träumen können, es hätte ja sein können, dass es sofort weitergeht. Wir müssen aber abwarten, langfristig bin ich trotzdem sehr, sehr positiv gestimmt. Was wäre der nächste Supportbereich? Haben wir irgendeine weitere Bestätigung, dass wir hier auf die 58 Cent gehen können, wenn hier bestimmte Levels brechen? Die Fibonaccis bieten uns hier natürlich wieder Gelegenheiten dazu. Wenn wir uns einmal angucken und hier diesen Anstieg messen, dann sehen wir eindeutig, dass wir hier, nachdem wir die 38%ige Marke hier gebrochen haben, eingesackt sind. Der nächste Bereich, der nächste Fibonacci-Bereich ist welcher? Hier die 23,6. Und wo wären wir da, wenn wir auf der 23,6 wären? Wir wären genau auf dieser Spitze bei der 58-Cent-Marke. Also sollten diese Bereiche hier nicht halten und wir nicht hochgehen und Support hier überhalb der 38,2%-Marke finden und dann letztendlich weiter steigen, welches sich dann als ein Bear Trap
entpuppen würde. Sollte das nicht passieren und wir sacken ein, ist das halt der nächste Support-Bereich. Nicht nur, weil es die 23,6 Fibonacci Retracement sind, ist, sondern weil es auch diese Spitze, die wir hier gebildet haben, als nächsten Support komplementiert. Also, ich bin wirklich der Meinung, sollten wir weiterfallen, sind wir bei der 58 bis 55 Cent Marke hier beim nächsten Support-Bereich. Das müssen wir erstmal abwarten. Ich wünsche euch allen erstmal einen wunderschönen Samstag und Crypto Heroes out.